Darüber wollen wir sprechen aus der Politikredaktion von Welt. Hanna Wethke bei uns. Vielen herzlichen Dank. Wir haben mittlerweile in dieser Sommerpause eigentlich jeden Tag einen Vorschlag der CDU. Jetzt dieser neueste von Herrn Wanderwitz. Wie bewertest du diesen? Wie realistisch ist das überhaupt? Na, ich finde das vor allem erstmal nicht besonders klug, mitten im AfD-Umfragehoch ein Verbot dieser Partei zu fordern. Es ist ja keine neue Forderung. Er macht das seit einigen Wochen und aktualisiert das jetzt immer wieder neu, weil das ja die Wirkung hat, als wollte man eine Partei mundtot machen, weil sie gerade besonders erfolgreich ist. Also um das gleich klarzustellen, die AfD ist eine in Teilen rechtsextremistische, völkische, ausländerfeindliche und auch in Teilen antisemitische Partei. Da finde ich, gibt es gar nichts zu verhandeln. Daraus kann man aber nicht ohne weiteres ableiten, dass es sinnvoll wäre, sofort ein Verbotsverfahren in Gang zu setzen. Zumal man sich die Frage stellt, warum ausgerechnet jetzt, wir haben Sommerpause, politische Sommerpause. Was steckt dahinter aus deiner Sicht? Ja, damit erzeugt man natürlich eine gewisse Aufmerksamkeit, aber strategisch ist das nicht. Also besonders klug inhaltlich finde ich auch nicht. Aber man muss ja auch die Frage stellen, was würde denn passieren, wenn man jetzt ein solches Verbotsverfahren in Gang setzen würde und das scheitert? Was ist dann? Dann triumphiert die AfD erst recht. Und man muss auch sagen, es ist bisher noch eine demokratisch legitimierte Partei. Es gibt ja rechtlich sehr hohe Hürden für ein Parteiverbot. Deshalb finde ich das eigentlich leichtfertig. Jetzt ist man in diesem Sommerloch, also wie gesagt, schon bei einigen Themen auf die CDU gestoßen. Thorsten Frey hat jetzt einen sehr großen Aufschlag gemacht tatsächlich, denn wenn man so runterbricht mit seinem Vorschlag, möchte er das individuelle Recht auf Asyl streichen und damit ja eigentlich schon das Grundgesetz ändern. Was steckt da dahinter? Was sind da die Gedanken, sowas jetzt auf einmal zu verkünden? Ja, er hat es ja in einem Gastbeitrag für die FAZ gefordert und danach sind sehr hitzige Debatten entstanden. Da würde ich jetzt erstmal dafür plädieren, rhetorisch etwas abzurüsten. Der CDU deshalb jetzt gleich eine AfD-Nähe zu unterstellen oder einen Rechtsruck, das finde ich falsch. Wir haben die Migration als großes, zentrales Thema und das wird auch in den nächsten Jahren so bleiben. Also ist es legitim und nötig, Vorschläge zu unterbreiten und sie nüchtern auch zu diskutieren. Und dass er fordert, diese Kontingentlösung jetzt zu etablieren, also dass es feste Kontingente gibt, nach denen dann die Flüchtlinge gerecht verteilt werden sollen, das ist jetzt auch keine so neue Forderung. Friedrich Merz hat das vor einigen Jahren auch schon gefordert. Oder der Migrationsforscher Ruth Koopmann fordert sowas. Also das ist schon, darüber kann man schon debattieren. Das Problem ist nur, wenn er jetzt sagt, das muss einhergehen mit einer Abschaffung des Grundrechts auf Asyl, dann sind damit juristische Probleme verbunden. Und es hat auch eine sehr symbolträchtige Wirkung, besonders in diesem Land, weil das einer der Grundpfeiler für das Selbstverständnis der Bundesrepublik ist. Hinter allem steckt natürlich, egal ob Sommerloch, also Sommerloch hin oder her, eine Profilierung quasi in Kontrapunkt zu setzen zur amtierenden Regierung in Berlin. Aber um sich zu profilieren, ist noch mal die Frage, setzt man diese Themen dann ins Sommerloch oder sammelt man sich nicht lieber und denkt mal drüber nach, wie eine Strategie aussehen kann bei der CDU, weil nach Strategie sieht das nicht aus. Ja, das finde ich auch, zumal ich das auch nicht ganz differenziert finde. Wir haben ja gerade diesen Asylkompromiss der EU erreicht, der sehr viel weiter geht, als das 16 Jahre lang unter der Regierung Angela Merkels der Fall war. Und hier wäre die CDU gut beraten, das auch mal anzuerkennen, welche Fortschritte da gemacht worden sind. Denn auch da geht es ja darum, wie kann man Migration steuern? Wir brauchen eine Kursänderung und die ist gerade vollzogen worden und die CDU tut so, als würde da überhaupt nichts passieren. Und das stimmt einfach nicht. Hanna Wethke aus der Politikredaktion Welt, danke für das Gespräch. Ich danke dir auch.